Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt auf diesem Kanal. Heute spielen wir die Demo von Cult of the Lamb. Es ist auf jeden Fall ein Roguelike-Action-Dungeon-Crawler, habe ich gehört. Man spielt ein Lamm, das einen Kult aufbaut. Es hat sich so ein bisschen wie Don't Starve oder auch Forager angefühlt, vom Trailer her. Und ja, ohne jetzt viel rumzuquatschen, schauen wir gleich mal rein. Cult of the Lamb. Oh no, wir wurden in Ketten gefesselt. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ich bin nur ein kleines Lamm in dieser ekligen, fleischfressenden Welt. Du siehst nett aus. Kannst du... Oh, okay, du bist doch nicht nett. What the fuck? Ich wollte nur Hallo sagen und mir vielleicht helfen lassen. Und dann fuchtelt er mit seinem komischen Schwert herum. Ihr seid so gemein und grausam. Ist das... Oh mein Gott. Ist das hier mein finaler Weg? Ein Spiel von Massive Monsters. Und ach so, hier die Entwickler. Genau. Oder Publisher, ist Devolver Digital. Und wenn ihr die Devolver Digital Pressekonferenz nicht gesehen habt auf den Summer Games Fest, holt das auf jeden Fall nach. Das war sowas von interessant, sag ich mal. Niederknien, um geopfert zu werden. Vor uns sehen wir den Letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der dort unten in Ketten liegt, wird zu einer ewigen Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte Glauben wird erhalten bleiben. Nein, ich will noch nicht sterben. Kopf ab. Ist das der Tod? Bin ich im Himmel? Oh, was passiert hier? Ich habe mir den Himmel ganz anders vorgestellt und nicht voller Ketten und Kreuze und irgendwelchen Leuten, die festgekettet sind, so wie ich. Das heißt, bist du meine Mama? Komm näher, fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist einen Kult in meinem Namen zu gründen. Na, sind wir im Geschäft? Ja, aber unbedingt. Klar mache ich einen Kult für dich. Gute Entscheidung. Also, dein zweites Leben beginnt jetzt. Bin ich damit quasi der Antichrist, ja? War das mehr oder weniger der Teufel oder Hades oder was auch immer? Das ist ja schon irgendwie die christliche... Ja, okay, wir sind böse und haben plötzlich ein Schwert bekommen. Und wir haben eine Krone des Satans. Okay, so, hier beginnt auch schon das Spiel. Es ist ja ein Action-Roguelike, deswegen können wir natürlich ausweichen nach... Oh ja, das ist so ein bisschen wie bei Enter the Gungeon. Gungeon, sorry, ich spreche das immer wieder gleich... Ah, falsch aus, sie greift mich an! Und wir können natürlich auch selber angreifen. Oh yeah, Action finde ich gut. Das könnte so ein bisschen sein wie Hades. Hades habe ich leider nie gespielt. Ihr tut mir gar nichts, ne, ihr klein. Dann dürft ihr auch leben. Ich bin ein gnädiger Herrscher und töte keine Leute, die mich nicht angreifen oder nicht versuchen, mich anzugreifen. Ich mache das nur zur Notwehr. Wie böse er guckt, wer da runterläuft. Guckt euch das an. Ja. Okay, warte, dann gehe ich auch in den bösen Modus. Böse Modus activated. Ich bin jetzt der neue König in dieser Welt. Ihr könnt mir alle gar nix. Und den Ausweichprofi bin ich natürlich auch. Denn ich habe Dark Souls durchgespielt. Bam, bam, alles kaputt machen. Okay, also das... Oh. Ach, das ist der Dungeon-Crawler-Effekt. Ich habe auch, glaube ich, gelesen, dass das alles random-generated ist. Also, dass wir hier jetzt quasi schon im Dungeon sind. Es gibt auch noch einen Part, das kommt wahrscheinlich gleich noch, dass man sein Kult quasi aufbaut und auch seine CD. Deswegen hatte mich das auch an Don't Starve erinnert. Aber wir werden bestimmt auch alles sehen. Fürchte dich nicht, ich bin Ratau. Ich war einst ein auserwähltes Gefäß wie du, aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald, der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Ich habe deinen Namen vergessen. Wie hieß du nochmal? Also erster Eindruck gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich hoffe, diese Demo geht auch ein bisschen länger. Komisches Zelt, vernichten! Sonst geht da noch Fritz Meinecke rein und übernachtet hier für 7 Tage. Das will ich gar nicht, weil wenn Fritz Meinecke hier wäre... Oh, dann habe ich, glaube ich, keine guten Chancen. Lassen wir das lieber. Und das... Au! Wo sehe ich denn überhaupt meine Leben? Habe ich überhaupt Leben? Habe ich unendlich Leben? I don't know. Was bist du? Irgendein Artefakt? Inventar. Eine Münze, klar. Eine Holzmünze.
Eine Währung, die für alles Mögliche verwendet wird. Sicher, sicher. Währung. In meiner Welt brauche ich keine Währung. Ich bin die Währung. Und ich kann selber entscheiden, was Währung ist. Aua, und was nicht. Was seid ihr denn für komische Wichtel? Wichtel, ihr Wichtel. Irgendwelche Würmchen. Okay, das erinnert schon so ein bisschen auf jeden Fall an Enter the Gungeon. Gungeon! Ich sag das immer wieder falsch. Oder aber natürlich auch an Isaac. Aber mit Isaac kann man das, glaube ich, nicht so ganz vergleichen. Es sei denn, es wird hier noch so Items geben, die einen besser machen. Aber wir sehen schon diesen Dungeon-Effekt, dass man hier quasi von Raum zu Raum geht und immer wieder neue Sachen entdeckt. Das hier wird wahrscheinlich eine Heilungsanstalt sein. Ja, und vielleicht ist das hier ja ein Boss. Ah, nee, da kommt man... Warte. Ach, wir können auch wieder zurückgehen. Ist dem so? Will ich hier dann nicht vielleicht noch ein bisschen mehr erforschen? Nee, YOLO. Niederkniender Mensch. Das klingt gut. Gehen wir zu den niederknienden Leuten. Kniet nieder, ihr Wichte! Wir sind fast in Sicherheit. Aber schau da vorne. Eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn. Und es bleibt ihm keine Wahl, als dein neuer Kult beizutreten. Oh, ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens. Wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unsere Tore zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? Oh nein, du armer kleiner Hase. Diese grausame Welt. Diese opfern die vor allem nur Leute, die überhaupt niemandem was antun. Die können sich nicht mehr wehren, weil es keine Fleischfresser sind. Die fressen den ganzen Tag nur Rasen. Und dann opfern die noch. Wundert mich nicht, dass wir uns dann wehren. Wir nicht Fleischfresser müssen zusammenhalten. Du und ich. Oh. Das ist retten? In dieser Welt? Sie in die Hölle schicken? Alles klar, habe ich nichts gegen. Aber solange der jetzt zu meinem Kult gehört... Was ist denn das eigentlich für ein Wesen auf unserem Kopf? Guck mal, das ist so ein komischer Hut. Wie so ein Parasit, der auf unserem Kopf ist. Oh, habt ihr... Ich habe den Namen von dem Anime vergessen. Aber da gab es eine Krone. Und Krone hatte auch so einen komischen schwarzen Geist immer bei sich. Und die war so ganz unsicher. Und dieser Geist hat ihr quasi alles befohlen, was sie machen sollte. Und an das erinnert mich dieser Hut jetzt auch gerade ein bisschen. Wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierung am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Also ein Teleporter. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Dort wirst du deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Nein, bleib hier. Blöder Resetti. Okay. Ich bin so gespannt, wie unser Kult aussehen wird. Ob wir einen tollen Kult haben, ob wir einen süßen Kult haben, ob wir einen gefährlichen Kult haben. Ketzer besiegt. Alle Ungläubigen geläutert. Der Stil ist geil, oder? Der Stil ist richtig nice. Da ist er wieder, der Ratter. Und jetzt sieht er auch ein bisschen nett aus. Dieser heilige Boden, der einst der meine war, gehört nur dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser armen Seele. Da ist er ja. Zeit für deine Indoktrinierung. Bitte, verschone mich. Ja, sicher. Oh, was für eine süße Stimme er hat. Kann ich ihn umbenennen? Ich kann den selber umbenennen? Herzlichen Glückwunsch, Starkey. Du bist mein kleiner Untertan. Die Form wählen. Was kann man denn hier alles machen? Ach, er muss nicht mal ein Hase sein. Ja, Darky ist ein Schweinchen. Darky ist ein Schweinchen, aber kein pinkes, sondern ein schwarzes. Und Trägheit. Das Tempo von Arbeit und Hingabeerzeugung wird um 10% reduziert. Toll, Darky, toll. Du träger, komischer, gehorsamer Typ. Schweinchen. Ja, aber das ist toll. Okay, Darky, du bist mein erster Kultanhänger. Das... Mama. Okay, du darfst... Bäume fällen. Ja, ist ja voll cool. Ich muss nicht mal was selber machen. Also es ist auch so ein bisschen Idle-Dings, ne? So ein bisschen wie Forager, wie gesagt. Ich kann sogar mit ihm sprechen. Hallo. Mama. Arbeiten. Ja, arbeite weiter. Immer noch Holz. Nein, hier macht ihr, ja genau, macht den fertig. Kann ich dir irgendwie... Ich kann dir helfen. Ja, Teamwork, Darky. Teamwork. Teamwork Attack. Oh, man kriegt gleich 5 Stück davon. So, warte, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Stein. Das ist Stein. Nee, wo ist Stein? Bring mich zum Stein, Darky. Das hier scheint Stein zu sein. Nein, ich wollte nicht mit dir reden, Darky. Ich wollte mit dir... ich will aber mit dir arbeiten. Wo läufst du hin? Das da ist Stein. Aha. Na dann. Teamwork, Teamwork ist die beste Workout. Eins? Wir brauchen noch einen. Gut gemacht, Darky. Hast du toll gefunden hier oben. Oder auch nicht. Dann mache ich das selber. So, damit können wir auf jeden Fall schon mal unser Lagerfeuer bauen. Zack. Oh, wir können sogar hinsetzen, wo wir wollen. Lagerfeuer schön nah in die Mitte, glaube ich. Braucht man, glaube ich, sehr, sehr oft. Ah, Darky baut das sogar für mich. Kann ich da mithelfen? Ich kann wieder mithelfen. Klar, ich bin doch ein Leader und kein Anführer.
Oder wie war das? Ich bin ein Anführer und kein Herrscher. So rum war das, ne? Herrscher delegieren und Anführer packen mit an oder so? Keine Ahnung. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Oh nein, sterben die sonst? Das hört sich schon wieder sehr, sehr stressig an. Guck mal, da kommt immer mehr von Don't Starve durch. Der Hunger deines Kults wird oben links angezeigt. Besorge auf Kreuzungen etwas zu essen für sie. Baue Farmen. Alles klar. Ja, das ist sehr Don't Starve-ig, möchte ich meinen. Okay, kann er nicht auch... Oh, kann ich schon was kochen? Kann er nicht auch selber was kochen? Haben wir irgendwas zu kochen? Nee. Aber wir können doch bestimmt hier Beeren sammeln, ja. Ist ja voll nervig. Aber ich stelle mir das richtig cool vor, wenn man dann irgendwann wirklich so einen richtigen Kult hat, der den ganzen Tag für dich sammelt, den ganzen Tag für dich kocht und sich selber am Leben hält quasi. Und dann kann man vielleicht irgendwann andere Kulte angreifen. Oh, das wäre geil, wenn das einen Multiplayer hätte, wo man andere Kulte dann angreifen kann oder so. So, okay, wir kochen mal. Ist das ein kleines Minispiel? Muss man irgendwas machen? Ja, es ist ein Minispiel! Jetzt nicht das allergeilste Minispiel, aber es ist ein Minispiel. Jetzt müssen wir einen Schrein errichten, aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh, du wirst doch Gold und willige Anhänger finden und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Ja, also das ist dann der Game Loop hier, I guess. Man ist halt in seiner Basis, macht hier tolle Sachen. Das finde ich ganz cool, dass man dann zumindest auch einen Fortschritt sieht quasi. Dann ist es ja gar kein Rogue-like, sondern ein Rogue-light, nicht wahr? Weil man immer besser wird mit jedem Mann. Das wäre schade, wenn dein Kult irgendwie stirbt oder so. Wenn du auch im One stirbst. Oh, das muss man natürlich gucken. Ich hoffe, das ist nur ein Rogue-light, dass man auch Fortschritt sieht. Aber ich glaube schon. Sieht alles danach aus. So, okay, das sind diese vier Tore zur Unterwelt quasi. Und das Grüne scheint offen zu sein. Düsterholz. Dafür braucht man einen Anhänger und für die anderen braucht man dann wahrscheinlich mehr. Genau, da braucht man 8. Und so weiter und so fort. Und das hier ist das Endboss. Ja. Okay. Hier braucht man 6 Anura und hier braucht man 12. Nur 12 Leute? Kann halt sein, dass das wirklich nur wegen der Demo jetzt so wenig ist. Aber ich hoffe nicht. What's happening? Achso, er hat das aufgebeten. Nicer Typ. Dankeschön, Darky. Die ganzen Pentagramme hier, by the way. Stimmt, erkennen wir das? Ich bin ja eigentlich gut geschult durch The Binding of Isaac. Hier ist auf jeden Fall ein Pentagramm. Und den Rest erkenne ich leider nicht, was das darstellen soll. Ein Viereck mit einem Kreuz drin. Vielleicht ein Aufgabentest. Ein paar Kreuze. Aber das sind so 2 Kreuze. Das hat bestimmt auch irgendeine Bedeutung. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Na gut, gehen wir ins Düsterholz-Dungeon-Dingsbums rein. Hello! Ja, es gibt Oh, jetzt haben wir auch Leben. Das hatten wir eben nicht. Also jetzt beginnt das Spiel eigentlich erst. Düsterholz. Oh, und wir haben Quests. Töte Amdusias. Alles klar. Wir können uns zwischen 2 Waffen auch auswählen, wie es scheint. Klinge des Kreuzfahrers macht 1,2 Schaden. Das ist schneller und das hier ist wahrscheinlich ein bisschen langsamer, aber macht dafür mehr Schaden. Ja. Der durch Auflernen verstärkt werden kann. Ist wahrscheinlich die schlechtere Holy shit. Und hat Eifer. Eifer ist der gerechte Zorn, den du durch das Niederstrecken von Ungläubigen erhältst. Und der wie Munition für deine Flüche wirkt. Was denn für Flüche? Getötete Gegner lassen Eifer. Du lädst deine Flüche auf, wenn du ihn einsammelst. Ah ja, okay. Fluch auslösen. Zack. Okay, das hat oben dieses Blut gekostet. Also das können wir 3-mal verwenden, wie es aussieht. Und ich davon muss ich beides mitnehmen? I see. Ah, das ist hier nur so eine Special-Fähigkeit. Also das ist unser normales Schwert. Und das andere ist unsere Fähigkeit. Oh, man kann Gras mitnehmen. Nice. Und Fleisch. Oh nee. Mach nicht sowas. Du kannst doch nicht in komischem Gras irgendwas verstecken wie bei Zelda. Dann will man doch alles kaputt machen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Okay, wir haben eine normale Attacke und eine super special krasse Attacke, um alles zu vernichten. Zack, 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 schnubbel um ab. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu stark. Kann man die... Die kann man auch alle töten. Und die haben Minifleisch dabei. Gebt mir euer Minifleisch. Wollt ihr mir gerade das Minifleisch klauen? Ihr könnt mir doch nicht meine Häppchen klauen, ihr komischen Spinnileinchens. Hätte ich den Vogel auch töten können? Ich will alles töten. Oh, ein Wahrsager. Tarotkarten oder was? Hallo.
Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. So haben es mir die Karten einst gesagt, vor vielen Lebzeiten. Oder wird das noch geschehen? Ich habe immer deine Karten gezogen, Lamm, und doch ist dies die erste. Nimm diese Karten, und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir bezogen wird, gewähren sie dir Macht. Was für eine Macht? Nun, das ist zugleich bekannt und unergründlich. Die Karten, sie werden es entscheiden. Dann, es sind die Leibenden und das Feenrohr. Für was entscheidest du dich? Karte wird aufgedeckt, das finde ich gut. Deine Karten sind gezogen, der Pfad erstreckt sich vor dir. Okay. So ein bisschen wie bei Nuclear Throne. Also die haben wirklich alle Roguelikes, die ich so kenne, in ein Spiel gepackt. Dass man quasi nach jedem Dungeon vielleicht eine Mutation bekommt. Ist das so ähnlich? Und hier kann man die wahrscheinlich nochmal angucken, was es so für Tarotkarten gibt. Ja, alles klar. Tschüssi, Klauneck ist ein netter, kleiner, witziger Typ. So, aber bisher sind die Gegner halt noch nicht so spannend. Ich möchte zumindest nochmal... Oh. Was geschieht? Oh mein Gott. Gerade wo ich sage, dass ich die... Oh mein Gott, der ist, glaube ich, unsichtbar. Oh, Hilfe. Was geht ab? Wer bist du? Ja, ich möchte auf jeden Fall... Lashy. Wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deine Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone ist eine Macht. Könnte es sein... Aber ich bin noch immer stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Wie Fersengeld? Ich vernichte dich einfach. Komm her, ich mach dich kaputt. Okay, er will noch nicht. Er wollte mir nur Angst einjagen. Aber das ist dumm von ihm, dass er mich jetzt hier in seinem Dungeon, in seinem Unterholz noch ein bisschen weiter umherstreifen lässt. Weil dadurch werde ich nur stärker und werde dich vernichten. Also ich könnte ihn doch jetzt schon vernichten, ist klar. Aber dann kann ich ihn noch mehr vernichten. Aber ich hätte jetzt gerne mal ein paar coolere Gegner. Und nicht nur so ein paar, die umher... Dashen. Das wäre schon ganz cool. So irgendwie. Nam nam nam. So, wer will was von mir? Ihr komischen Anhänger wollt was von mir? Oh, okay, die sind schon krasser. Na, obwohl, die machen auch nur einen Dash. Also bisher haben wir wirklich nur Gegner gesehen, die dashen. Das finde ich ein bisschen einfallslos. Und man kriegt random Items. Okay, ein Flammenschuss 2. Und ein Turuas Berührung. Ruf einen gewaltigen Ausbruch mächtiger Tentakel. Ja, Tentakel, da bin ich doch dabei. Bei Tentakel sehe ich mich. Jetzt haben wir dieses Schwert gar nicht benutzt. Oh, wiederverwerten. Bling. Eine Münze haben wir bekommen. Oh, da bist du jetzt wieder, Cloud Mac. Na, willst du eine Tarotkarte für mich ziehen? Meister des Fachs. Waffenschaden erhöht oder Giftschaden. Bei getroffenen Ja, Giftschaden auf jeden Fall. Giftschaden. Gift ist immer geil. Ja, Leute, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet, ob ihr das auch schon auf eurer Wunschliste hattet? Also ich hatte das jetzt tatsächlich schon eine Zeit lang auf der Wunschliste und das hier sieht mir so aus, als wenn es hier zum Boss geht. Geht's hier zum Boss? Hallo, bist du der Boss? Excuse me? Ich habe nicht so viele Leben. Oder kann ich dich nur befreien? Wer bist du? Hallo? Nein, das sieht nach Boss aus. Du hast mich also beschworen. Aber bis hierhin und nicht weiter, kleines Lamm. Meine Einhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du dasselbe von deinem behaupten? Ich hab ja nur einen und das ist Darky und der hat gar keinen Bock auf irgendwas. Ich hoffe, bin ich der Sache ohnmächtiger Anführer. Mein Blut der Großen, zerstöre die rote Krone. Du, kleiner Wicht, willst mich vernichten, oder was? Ja, auch irgendwie ein bisschen süß. Du bist Amdusias. Oh, cute. Ich habe leider überhaupt keine Leben. Das ist unser erster Bosskampf, Leute. Unser erster Bosskampf. Hier, spüre die Macht von Cthulhu. Ah, okay, ich sehe, der spawnt kleine Wesen. Der ist so ein bisschen wie Chop aus Ice Egg. Nicht wahr? Okay, ich glaube, ich werde das nicht überleben. Wenn ich hier nicht irgendwie mal Leben bekomme, dann sieht das eigentlich ziemlich schlecht aus, dass ich das schaffen könnte. Ach stimmt, wir vergiften die ja. Okay, wir müssen immer mal den einmal hitten und dann weglaufen. Dann ist er nämlich die ganze Zeit vergiftet. Ach doch, 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 doch. Können wir hinkriegen, wenn er nicht ein Leben abzieht, dass er einmal trifft. Weil ich glaube, einmal getroffen werde ich noch. Zack. Alter, aber das ist richtig cool, dass wir diesen Gift haben. Der Gift ist, glaube ich, wirklich ultra krass. So, wir holen uns ein bisschen Blut. Um dann mit unseren Tentakel ihn richtig geil anzugreifen. Na, ich habe nicht genug Blut. Wie viel Blut brauche ich denn? Digga, willst du mich komplett verarschen? Hier, stirb an meinen Tentakel. Oh, wie cute du bist. Können wir ihn jetzt retten? Er ist viel cuter als vorher. Guckt ihn euch an. Oh, du musst nicht weinen. Du darfst in meinen Kult. Möchtest du denn in meinen Kult? Ich finde doch cool, wir haben jetzt so Blutflecken an uns, weil wir so viele Leben verloren haben. Das sind so kleine Details, die sind echt cool.
nicht wein. Alles wird gut, ich verschone dich. Okay. Oh, wie süß sie immer reden, wenn sie weinen. Ich werde deiner Lehren treu folgen. Alles klar. Süß. Ab mit dir zum Kult. Anhänger wartet auf Indoktrination. Oh. Ah, und jetzt können wir hier geilen Stuff holen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch wieder wie bei Enter the Gungeon ist, dass man besseren Loot bekommt, wenn man das hier schafft, ohne Schaden zu bekommen. 19 Goldklumpen. Ein großes Geschenk. Da kann ich nicht nein sagen, oder? Oder ein Bärensträucher. Ja, Bärensträucher haben wir ja ein paar. Oh nein. Können die Bärensträucher dann in meiner Basis quasi weggehen, wenn ich sie zu oft ernte? Das wäre natürlich blöd. Ich nehme aber das Geschenk. Deine Großzügigkeit kennt keine Grenzen. Ein Geschenk, um die Loyalität deiner Anhänger zu steigern. Ich finde diese Animation so cool. Ab ins Buch mit dir! Und Geld und Blut. Leider keine Leben. Also Leben ist ja wirklich Mangelware, wie mir scheint. Ein bisschen sad. Und wir können wieder zurück zu unserem Kult. Cool. Pling. Was heißt das? Was heißt das? Darf ich da jetzt noch nicht rein? Gesperrt. Muss ich das viermal machen oder so, damit ich weitergehen kann? Das hat sich jetzt um ein Viertel gefüllt. Hm. I don't know. Wie geht das mit zurück zur Kult? Schwing! Ey, die Animationen sind so geil. I love it. Oh, das war die Demo. Das war die Demo. Und es gibt das für alle gängigen Konsolen, wie es scheint. Und für den PC. Schade, dass es das schon war. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es zu wenig, dass sie tatsächlich nur vier Mini-Dungeons. Tja, und da ist einfach mal mein PC abgekackt, nachdem ich A gedrückt habe. Ich hoffe, die Datei hat es noch überlebt. Wenn nicht, dann würdet ihr das jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen. Auf jeden Fall war das eine schöne Demo. Ich werde mir das Spiel wahrscheinlich dann kaufen, wenn es raus ist. Wenn denn ihr überhaupt noch was sehen wollt davon, dann würde ich davon auch Videos machen. Deswegen lasst ein Like da. Und mehr wollte ich denn, glaube ich, auch gar nicht. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr das Spiel fandet. Ob ihr davon, wie gesagt, Aufnahmen sehen wollt, wenn das dann irgendwann draußen ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder, würde ich sagen. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.